Hokage. Nö. Archmage, nö. Baba, der weitsichtig ist. Ich mag weitsichtig nicht. Space Lord, Archmage und Archmage. Kennt keinen Schmerz. Kein Fußpuls. Irgendeinen Namen, den wir noch nicht hatten? Nö. Okay, nehmen wir Super Lord. Der wird jetzt nicht besonders lang leben. Aber das ist okay. Wir wollten das erstmal ändern. So, wir hätten gerne irgendwas mit Magie. Mana. Das klingt gut. Dann hätten wir hier gerne was mit Siphon. Braucht er nicht. Er braucht einfach nur was mit viel Magie. Also Mana. Rüstung, Rüstung. Mana plus 25. Okay. Magic plus 2. Magic plus 20. Dann wird das jetzt das Magie-Equip. Crit-Chance, Siphon. Siphon braucht ein Space-Hot gar nicht. Crit-Damage, Flight. Und wir nehmen lieber das mit mehr Rüstung. So. Hier irgendwas anderes. Also jetzt Siphon Runen zu nehmen bringt auch keinen. Beim Spellsport gar nichts. Der kriegt ja mit jedem Treffer schon genug Mana zurück. Heißt aber auch eigentlich nur einen größeren Mana-Pool, damit er mehr spammen kann. Und sonst nur Sachen, die ihm das Überleben erleichtern. Wir könnten auch die Runter-Level-Runen mal benutzen. Ja, probiere ich mal. Guck mal, wie es jetzt so spielt. Ja, 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 sehr schön. Jo. Aber ich habe den leisen Verdacht, dass wir viel zu wenig Intelligenz haben. Weil wir es halt nie geskillt haben. Ja, gucken wir mal. Zing, zing. Tun was? Nein. Also bisher ein sehr entspanntes wow. Gebiet. Das geht doch schneller als gedacht. Oh. Also was den Schaden angeht. Komm mal her. WTF? Der macht dir sogar Schaden im Nahkampf. Oh. Ich habe keinen Dash. Mist. Mist, Mist, Mist. Ich habe das Schwert ja nicht mehr. Ja, okay, das ist jetzt nicht so schön. Und die drei Münzen lasse ich da liegen. Ja. Oh, was haben wir denn hier? Kaching. Bounty Rune für Chest. Okay. Dich lassen wir mal da stehen. Keinen Schaden nehmen. Nö, das versuche ich ohne Dash und anderen Krimskrams gar nicht erst. Da wollte ich schon wieder dashen. Das kann nicht gut. Oh. Kann nicht gut enden. Dafür funkel ich schön. So. Doppelsprung wollte er jetzt auch nicht machen. Da los. Ich habe Doppelsprung. Sehr komisch. Was machst du hier? Du bist viel zu klein für New Game Plus Plus. Und wir machen auch viel zu viel Schaden ohne Crits. Sehr kurios alles. Ja. Gucken wir einfach. Wie viel Stärke hast du eigentlich? 115. Der Bab. Bar hatte 118 oder 138, weiß ich gar nicht. Ah, natürlich bringt der Gegner leichter um. Wir haben ja die Gegner runtergestuft. Das, ja. Enemy Scale 0.75 Units slower. Okay. Deswegen haben wir auch so
komische Gegner, Anführungszeichen. Wir haben die stinknormalen. Also die für New Game plus normalen. Oh, wir sind gleich tot, glaube ich. Aber ja, das ist doch sehr schön. Das heißt, wir können jetzt doch noch farmen und das Ganze im New Game plus. Dafür verlieren wir halt nur eine Rune, was aber vertretbar ist. Das würde ich richtig gerne mit einem ordentlichen Barbar machen hier. Du Cheater-Magier. Schwing. Naja, keine schwarzen Skelette. Das hätte mir irgendwie einen Ticken früher auffallen sollen, ne? Oh. Genau. Zombies, die sich zurückschubsen lassen. Alles richtig entspannt. Gegner sind Level 162. Wir sind Level 260. Ja. Oh. Oh, oh. Yikes. Komm, komm, gib mir Mana. Ja, hahaha, okay. Irgendwo ist hier noch ein Doom was, genau. Doom. Oh. Komm her. Hey. Drehst dich viel zu schnell um. Oh. Ja, nee. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dem Raum. Ah, und vorbei. Versuche zu verhindern, die Conflux Orbs aufzuheben, nachdem man sie gezaubert hat, um Schaden zu erhöhen? Was sind Conflux Orbs? Huh. Okay, gib mir bitte was Gutes zum Spielen. Das ist nicht gut. Da ist ein Barbar. Ja, der einzige Barbar. Tunnelblick und kahlköpfig. Das klingt gut. Also wir müssen auf jeden Fall gleich die Rüstung wieder umbasteln. Genau. Und sonst kriegst du was genau? Einmal eine Rüstung. Nee, komm, wir müssen jetzt echt mal hier was machen. So. Gute. Also, du hättest bestimmt ganz gerne dein Dark Sword wieder. Dark Sword wieder. Und dazu, Reuelhelm kann bleiben. 50 HP weniger. Das Ding macht gar nicht weniger Rüstung, fällt mir auf. Also das Ding benutzen wir. Das ist gut. Aber die Rüstung könnte weniger Rüstung machen. Nee. Die macht sogar mehr Rüstung. Achso, als die Mana-Rüstung. Ja, okay. Machst du auch mehr als das? Nein, 50 weniger Rüstung. Nö. Und du machst viel Magie. Du machst weniger Magie, aber dafür halt mehr Crit-Chance, Crit-Damage und so weiter. Okay, also Slayer Limbs und Slayer Helm machen Sinn. Für den Barbar jedenfalls. Weil die Sachen, die es sonst macht, bringen ihm nicht viel. Also mehr Magie bringt ihm nichts. Jedenfalls nicht so wirklich Relevantes. Aber die Brustplatte müssen wir unbedingt uns fernhalten. Weil 50 können wir einfach nicht uns verkraften. So, das Ding hier. Weniger Rüstung, und zwar 10% weniger. Muss auch nicht unbedingt sein. Also ja, das ist jetzt erstmal unser Barbaren-Outfit. Das heißt, wir haben jetzt Doppelsprung und wir haben Dash. Und die Gegner sind immer noch runtergestuft. Okay. Dann gucken wir doch mal, wie wir als Barbar mit der richtigen Rüstung gegen die runtergestuften Gegner so klarkommen. Das müsste ja eigentlich richtig gut machbar sein. Genau, du bist ein Dreifachschießer, du bist kein rotes Puschelwasser, sondern ein gelbes. Alles gut. Und da steht nur, also bei der Rune steht nur, dass die Gegner angepasst werden und weniger droppen. Da steht nichts davon, dass die Truhen weniger Gold bringen zum Beispiel. Oh.
Wie man hier sehen kann. Ist immer noch eine Menge. Danke. Hat hier richtig zugehäuft mit Gold hier. Kein Treffer erlitten und schon 3000. Au. Oh. 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 Kadabusch, kadabusch. Yeah. Oh, Hühnchen sogar. Also ja, ich denke, wenn wir diese Runden drin behalten, könnten wir einigermaßen die erste Etage clearen und vielleicht noch eine zweite. Wenn wir vorsichtig sind. Und dementsprechend Gold einsacken. Vor allem richtig viel Gold einsacken. Oh, warte mal, wenn wir jetzt einen Spelunky nehmen und den wirklich nur darauf ansetzen, dass er Kisten öffnet. Oh, falsche Richtung. So. Also ja, so könnten wir richtig gut Gold machen. Wir laufen hier nur durch, scalen die Gegner runter bis zum Gehtnichtmehr und öffnen nur noch die Kisten. Oh. Genau die hier. Slayer Sword. Macht das auch Retribution? Mal gucken. Ich denke nicht, dass irgendein Schwert noch mit dem Schwert hier mithalten kann. Schwing, 7000 Gold. Flupp. Nö, dich lassen wir mal da stehen. Aber wir gehen zurück, denn wir wollten ja die Ebene clearen. Also Stacheln kann man nicht zurückpusten mit seinem komischen Schrei. So zurück in den Boden drücken oder so durch die Druckwelle vielleicht. Nö, geht nicht. Ah, Cheater Magier? Nein. Oh. Ja, das ist nicht so schön. Genau du. Level 151. Das ist schon fast unfair. Aber nur fast. Oh. Oh. Du bist ein Ubers. Oh, warte mal. Wenn wir jetzt einen Paladin spielen würden, könnten wir die auch ohne Crits vielleicht one-hitten. Boah. Ja. Gerogon, denk dran, du bist jetzt ein New Game Plus Plus, weil du eigentlich eine Herausforderung haben wolltest. Aber gut, so, gleich 10.000 Gold. Ach ja. Sehr schön. Rückwärts ist allerdings ein bisschen Problem. Oh. Ich glaube, hier sollte es eigentlich durchgehen. Seht ihr das da oben? Ah ne, das ist nur für den Zwerg. Okay. Nein! Das hätte klappen können. Kaputt, kaputt, kaputt. 12.000 Gold, jo. Also, es ist definitiv eine schöne, entspannende Abwechslung. Und wenn das hier irgendwie zu leicht werden sollte, oder zu langweilig, können wir immer noch die Rune rausnehmen. Sobald wir genug Equipment dafür haben. So. Das heißt, das können wir auch ganz gut benutzen, um jetzt die Klassen zu skillen, die wir zwischendurch mal spielen wollten. Zum Beispiel auch den Lich King freischalten und so Sachen. Und den Drachen. Buschel, buschel. Stirb, 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 stirb. Au. Komm, 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 komm. So. 14.000, sehr schön. Wir müssen da. Hier lang. Au. So. Rüber. Und Übergang zum Wald schon. Ja. Okay. Wir müssen dahin. Links rum, runter, rechts rum. Um da noch eine Lücke zu füllen. Und danach müssen wir ganz zum Anfang zurück und dann einen anderen Weg gehen. Nö.
Genau, jetzt müssen wir runter. Links lang. Und von irgendeinem großen Raum aus, was wahrscheinlich der hier sein wird, rechts rum. Hallo. Kaputt, kaputt, kaputt. Oh, was? So. Der hat sich hinter der Minimap versteckt, der feige Sack. Kann ja nicht angehen. So. Und unten.